Einen wunderschönen guten Tag, 16 Uhr hier auf dem Channel. Das weiß ich, weil wir immer um 16 Uhr die Runden hochladen. Die Relikte könnt ihr euch anschauen. Wir kommen gerade aus einem wunderschönen Warlock-Win und gucken mal, was wir jetzt mitnehmen. Es gibt jetzt eine Shrink-Runde. Dadurch, dass wir letztes Mal eine Ding-Runde hatten, eine Warlock-Runde, könnten wir jetzt theoretisch eine Shrink-Runde machen auf entspannt. Schauen wir mal, was wird. Wenn ich es kann, dann immer noch Elfen. Okay, Dortik spielt gerne Elfen. Oh, lass ich den Anti-Mage dann jetzt gleich liegen, lieber. Ich wollte eigentlich den Anti-Mage auch mitnehmen für Shrink Ray. Was nimmt denn der sonst noch mit? Dr. Flinker. Ja, nee, komm ich nicht auch mit. Wir müssen uns entscheiden, wer Assassin und wer Elfen spielt, Dortix. Wir müssen uns da. Klar, wenn. Jetzt habe ich einen Morphling im Rot und eine Luna. Hab 4 Gobos. Also sagst du von Gobos lieber weg. Dann nehme ich jetzt Morphling mit und Orakel lieber. Kein Bock mit einem Zuschauer mich noch zu cabbeln um die Units. Dortex ist auch so, wenn ich glaube ich voll oft den Fight habe um die Units. Aber vielleicht ist es auch nicht Dortix, bin mir nicht sicher. Auch nochmal ein Assassin. Ja, okay, die Assassins kommen echt hart bei mir an. Das sieht echt gut aus. Meine Frau hat mir gerade einen Kaffee gebracht auf Ehre. Ja, das wäre ärgerlich. Das wäre ärgerlich, Dortex. Boah, alles drei interessant. Oh, jetzt kommen die an. Ich glaube, ich gehe auf was anderes. Wir machen es ganz anders, Leute. Guck mal, der spielt auch Assassins, der sagt. Brauche ich nochmal schnell einen Human. Junge, der bekommt halt keinen Schaden. Alter, Vanguard ist so dumm im Early Game einfach. Die können ihm halt keinen Schaden machen. Der blockt 30 Damage von den 50 und 50 Damage, die machen. Das heißt, er bekommt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt keinen Schaden gegen die. Ist das bescheuert? Da sehe ich mich. Vile Sorcerers, to thy just reward, my. There's a price on all their heads. Juggernaut stands ready. My thanks to thee. My thanks to thee. Ich muss immer noch ein Level abschaffen, aber ich will auch gerade die doppelten Pärchen einfach, die Pärchen einfach mitnehmen. Weil das einfach mich stärker machen kann auch. Oh, der Doppelbitz war böse direkt. Ja, ein bisschen Luck mit diesen Maelströmen Early Game kann schon sehr stark sein. Bei deiner Echo würde Graphite wieder Spaß haben. Ja, wir gehen gleich auf Echo, alles gut. Wir haben einfach starke Units, die ich gerade halten will auch. Ich sehe es gerade nicht ein, alle meine Pärchen zu löschen. Ja, die Elfen sind echt auch gut gekommen, muss ich zugeben.
da ist der Doltex Sirino. Oh fuck, wie kommt denn sein Tinker so viel Mana zusammen? Das war's mit meinen Wins. Doltex auf 20 Echo halt mit Winning Streak ist krass. Der hat es deutlich günstiger als ich hinbekommen, sein Team so stark aufzubauen. Aber ich frage mich, wie sein Ding so viel Mana bekommen hat. Ich meine, gut, er hat mit einem Mana gestartet, das kann ich nachvollziehen. Hä, Leute, ich bin so dumm. Der ist ein Tinker, nicht nur ein Dings. Warte mal, ich weiß, es ist gar nicht mal so schlecht, auf Mana mit doppelt ihm zu haben. Habe ich schnell viele Wölfe, so wahrscheinlich. Also macht mich nicht mal großartig schwächer, glaube ich. So viel macht der Shadowfiend leider auch gar nicht. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir auf Gold kommen jetzt auch. Alles andere ist unvernünftig. Ich bräuchte jetzt mal schnell den nächsten Human, damit der Human. Das Human kaufen kein Fehler war. Aber ich sehe das schon, der nächste Human kommt 100 Jahre nicht. Ich check das mit dem Trinker ehrlich gesagt gar nicht. Ach so, oh Gott. Weil er die Bottle trinkt. Lol. Da habe ich den Wesen noch verstanden. Eine Ult, dann bist du oben weg. Die Wölfchens kommen raus. Das kann knapp werden. Ach, come on, die war so stark, die Luna. Tja, ein ziemlich teures Team dafür, dass wir die ganze Zeit die Runden verlieren jetzt damit. Mann, diese Likens viel zu teuer dafür, dass ich keine Lina gezogen habe. Where is my Lina? Wir hätten auch auf Assassins bleiben sollen. Razor. I bring the spark of death. I bring the spark of death. Ist der bescheuert, aber passend. Junge, wie schnell ich so einen Kaffee weggab. Guckt euch das mal an. Kaffee meiner Frau bekommen, das ist einfach schon leer. Junge, da ist einfach schon mal ein Kunker am Start, okay. Er spielt die Krieger und bekommt den Kunker auch noch. Ah, schon frech. Boah, der steht auf 42 Gold. Das ist krank. Echo. Oh, da ist die. Danke. Nach 100 Jahren. Victor, ich liebe dich. Nimm's mir nicht krumm. Ich schaue mir aktuell wieder mit meiner Frau die Harry Potter Filme an. Wir sind jetzt schon bei Teil 6 wieder. Also haben wir noch 3 Filme vor uns. 6, 7 und 7, 2. Junge, selbst die kommen durch dieses Ding nicht richtig durch. Durch das Vanguard. Oh, Legion hat sogar den Stack mitgenommen. Ehren-Legion. So. 6 ist gut, 7-1 finde ich kacke. Ich mag die ganzen neuen Teile sehr gerne. Die alten Teile, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, ich lieb Harry Potter generell, ich liebe das Universum, aber diese, also gerade der zweite Teil, aber auch der erste Teil so ein bisschen vielleicht, da muss ich mich immer so ein bisschen durchquälen. Die erste, also ab dem fünften Teil macht mir wieder richtig Spaß immer. So die ersten 4 Filme sind so für mich, klar der dritte und vierte sind schon deutlich besser gemacht, aber den dritten und vierten habe ich auch einfach so oft gesehen schon und ich habe auch manchmal, wenn ich so diesen Harry Potter Marathon mäßig mache, gucke ich mir manchmal auch einfach nur ab, also gucke ich mir den 5., 6., 7. und 7., 2. nochmal an. Weil die ganz alten Teile, ich habe die schon so oft gesehen und den zweiten Teil mag ich ja halt generell, kann ich den nicht leiden.
Und den dritten Teil, halt den Azkaban-Teil, habe ich halt so oft geschaut als Kind. Das, ich habe ja mal erzählt, den Film habe ich mir mal eine Zeit lang, habe ich mir den mit meiner Schwester, so 2 Monate, wir hatten den aufgenommen irgendwie, weil der im Fernsehen lief, wir hatten den auf der Festplatte aufgenommen vom SAT-Receiver. Dann haben wir uns einfach jeden Tag nach der Schule, haben wir uns Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angeschaut. 2 Monate lang haben wir uns jeden Tag den Film angeschaut. Und seitdem kann ich den irgendwie nicht mehr sehen. Aber diesmal haben meine Frau und ich mir wieder alle Teile angeguckt. Eigentlich will ich halt Malefic nochmal spielen, aber ich würde dafür gerne. Erstmal, wenn ich die Schnauze bekomme, will ich das aus und dann würde ich gerne schnell die Priests bekommen. Ich habe leider keine Priests gesammelt. Habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Aber falls ich gleich hart Schaden bekomme, nehme ich Malefic. Und dann sammle ich mit dem Rowan Humans und Priest kurz. Shadowfiend nehme ich nur mit für Runde 15 und 20. Dann könnten wir eine Meile Malefic spielen. Oh, hat der 6. Human schon? Okay, das ist crazy. In Runde 12, 6. Humans am Start. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den verliere. Ich weiß nicht, ob er meinen Anti-Mage killen kann, ehrlich gesagt. Er hat nichts mit meinem Anti-Mage zu töten, so wirklich. Auf die Überzahl macht das, dann nehmen wir jetzt schon mal Fick. Hallo Rick übrigens, weiß ich noch nicht gesagt, habe schon 10 Mal gesagt inzwischen. I bring the spark of death. My faithful join me. What is this? A game of some sort? A game of some sort? Den 4. finde ich gut, aber ja, ab dem werden die wirklich spannend. Ja, es ist halt. Die ersten 2 Teile sind auch noch so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig. So ab dem 3. Teil wird es erst so richtig düster, finde ich, mit den Dementoren und sowas auch. Genau, das ist ja das Ding noch, wenn man den 3. Teil hat eh schon schaut, sieht man eh schon 2 Mal, weil die ja in der Zeit dann zurückgehen. Und dadurch habe ich ihn 2 Monate lang jeden Tag 2 Mal gesehen, könnte man auch so sagen. Ich habe noch nicht einen Teil von Harry Potter gesehen, okay, das ist krass. Herr der Ringe, Größe, Harry Potter. Boah, ich würde das nicht einordnen, ich liebe beides. Ich würde es nicht einordnen, wollte ich es danach einordnen, aber ich ordne es nicht ein. Ich finde, es sind beides für mich super, super nice Filme, die ich beide sehr, sehr gerne mag. Bleep, bloop, I am a robot. Bleep, bloop. Galadriel am Start, was eine Ehre. Vielen Dank für den 11. Monat. Es ist mir ein Fest. Endlich mal wieder live dabei. Sehr, sehr nice. Freut mich, dass du am Start bist, mal wieder live. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Danke dir, danke dir. Ja, ich bin Beatboxer. Das wussten nicht alle jetzt. Nee, Second Chance klappt mit Tangos, glaube ich, nicht mehr. Sie haben Second Chance ja geändert. Und ich glaube, es gibt keine Möglichkeit mehr, mit Second Chance Tangos zu benutzen. Ach, Dortex, was ist das denn jetzt? Unkorrekt von dir, wirklich unkorrekt. Ich glaube, ich war jetzt sogar die Losing Streak, glaube ich. Ja, wobei, wenn der nochmal spawnt. Ah, macht er nicht mehr. Aber ich bekomme ja fast keinen XP dadurch. Ja, okay, dann habe ich nachher nicht so viel Stress vom Schaden her. Ein so ein Zweier hier, all die Heals. When you play with Lena, you tend to get burned. Second Chance für Goblin Rolls kann man die benutzen, Relics und Undead und Mac Rolls. Ja, und Items, Crystal Cat. Ach nee, du hast Items geschrieben, ich Idiot.
Items, Relics, Undead und Macrolls. Ja, das müsste hinkommen. Ich glaube, da fehlt nichts. Mal erst ihn killen, damit der nicht spawnt. Kannst, wenn du drei Items ziehst, Bockbert jetzt, kannst du diese drei Items nochmal rerollen, wenn du Second Chance hast. Wenn da bei den drei Items nichts dabei ist, was dir passt, kannst du nicht random machen, sondern einfach die Items nochmal rerollen. Dann hast du nochmal eine neue Dreier-Auswahl. Bei Relikten das gleiche dann wahrscheinlich, wenn ich Crystal Cats Wort trauen kann. Bei Relikten habe ich es noch nicht probiert bisher mit Second Chance. In man's clothing. Jo. Genau. Ja, Second Chance ist richtig Schmutz aktuell. Ich würde es auch zu fast keine, es gibt fast keine Möglichkeit, das nochmal auszuwählen. Vielleicht, wenn ich es gedroppt bekomme, dann benutze ich es dann vielleicht in Runde 29 oder so, damit ich dann in Runde 30 nochmal die Relikte in Zweifel nochmal neu rollen kann oder irgendwie sowas. Und wenn man die Kisten aufhebt oder sowas, aber eigentlich ist es Quatsch, wirklich. Eigentlich ist es wirklich Quatsch. Mit Mangos geht's auch nicht mehr, ja. Also Second Chance ist komplett dead eigentlich. Ach da, da hat die große Knolle hat gegönnt. Meepo und Shadowfiend, Alter. Ich bin ganz am überlegen, ob ich noch auf Shadowfiend Thread irgendwie switchen sollte, aber ich glaube, ich lasse es. Ich versuche irgendwas Late Game technisch aufzubauen. Ja, mit Golden Roads ist Second Chance vielleicht noch ganz interessant. Aber so Second Chance haben die ja auch dann geändert, Bockbert. Wenn du jetzt Rolls nimmst und du machst einen Roll, dann bekommst du den Roll. Wenn du aus dem Roll, den du hast, nichts kaufen. Wenn du nichts kaufst, kannst du hier, indem du auf diesen Bauern drückst, kannst du nochmal den Roll rerollen dann. Also du hast nicht generell den Roll und kannst kaufen, sondern du darfst da nichts kaufen aus dem Roll, wenn da nichts passt. Und dann kannst du halt hundertprozentig nochmal den Roll rerollen. Das ist eine 100% Chance allerdings auch. Kannst du auf den Bauer nochmal drücken und dann kannst du den Roll nochmal neu machen. Aber so eine Golden Roll ist natürlich ganz cool. Das stimmt schon. Das ist dann sicherlich ganz nice. Also jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel Schaden bekommen. Many thanks to you. Das geht's mir erstmal hier. Ja gut, wenn ich nochmal Schaden bekomme, ist egal, ich hebe den hier auch auf, aber Level 8 reicht. Ich versuche jetzt dann gleich fette, starke Humans zu rollen. Das wäre so der Main Goal. Ich roll jetzt schon mal, weil ich will einen Human ziehen für Runde 20, ehrlich gesagt. Wieso kommt ein Shoreballer zu fett an? Das war nicht der Plan. Trotz
nochmal dick Schaden bekommen. Gibt's Iron Relic? Es gäbe Iron Relic, dann hätten wir einen Trollwater Carry gleich. Ich brauche jetzt einen Human. Just gracious me. Da ist der Dragon Knight. Das war der, den ich brauchte. Ich habe gerade eben schon Beast gespielt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Beast spielen will. Enchanted, I'm sure. Boah, da kommt alles dafür. Warte mal, ich sollte nicht übertreiben. Kann ich so gut für die guten Humans nicht stellen, weil ich die Humans drauf haben will. Ist ja auch bescheuert. Entweder nehme ich jetzt gleich Mango Tree, falls ich eine Runde verliere. Und ansonsten nehme ich gleich March of the Beasts. Ich hätte echt gerne Iron Relic gehabt, die Runde, weil das wäre halt dieser safe Throne, hätte ich halt schon gefühlt. Ich glaube, ich mache echt den Beast Switch, Leute. Wir haben gerade zwar eben erst so eine Runde gespielt. Da geht auch Dreier Goblins zusammen, da findet natürlich Beast auch super nice zu. Max, erbärmlich. Keine Ahnung mit der Aufstellung gerade, das überfordert mich alles. So, kommt der Stortex direkt wieder. Ich glaube, so viel schwächer ist mein Team als Stortex sein Team gar nicht. Könnte ich vielleicht auch gewinnen. Ja, tue ich nicht. Ja, scheiße, ob ich einen Mango Tree, come on. Im Endeffekt sind es gerade 14 Gold gewesen. Time to shove off. I ride with the light. So. The Monkey King. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ich glaube, ich gehe gleich von den Dingern noch weg hier. Von den Knights. Stell lieber ihn wieder rein und noch einen Warlock dazu oder so. Oder noch mal einen zweiten LD. Oh, den Win hätte ich jetzt schon ganz gern. Schon wirklich wichtig. Der wäre schon wichtig jetzt, der Win.
pathetic. Ice is with bones and spells I come. The Shrug. Time to save the world. Again. Also wenn ich jetzt nochmal die Runde verliere, wäre sogar okay, wenn wir jetzt gegen irgendwen starken jetzt spielen. Ja, okay, aber der ist überschwach, der Typ, so wie es aussieht. Aber gut, dann nehme ich die Jugendbücher mit, das ist auch in Ordnung. Ich chill jetzt mal eine Weile nochmal auf AP hoch ein bisschen. Oh, habe ich hier eine Chance? Das wäre natürlich nice. Ja, auf Gold meine ich, nicht auf AP. Ja, habe ich eine Chance? Das ist der gleiche Gegner, ja, lol. Ja, wahrscheinlich wird es auf den Beast Switch wirklich hinauslaufen wieder. Ich habe den LD schon hoch, halt wie gesagt. Ah, okay. Ist halt ein bisschen obvious. Ich glaube, ich sollte es wirklich sogar spielen zusammen mit Lefrak, dann bräuchte ich aber auch den Magnus. Ja, sollten wir schon machen. Ich habe sogar eine LD weggemacht jetzt, den Dings, der, weil er zu teuer ist, den nachher zu halten. Ah, ich weiß nicht, ob immer auf Mages geht noch, aber eigentlich bin ich ja der Mage-Spieler gerade. Also was ist der Mage-Spieler? Ich habe halt Humans, hab mal drei Mages meistens dabei. Ja, so ein Loose würde ich noch mitnehmen, wie gesagt. Da wäre ich dabei. Ich glaube, ich kann auch das Warlock-Zeug. Ich brauche keine Warlocks die Runde. Aber Wizards brauche ich halt. Ich kaufe sie mal schon mal. Wäre ein guter Lose, wenn wir jetzt knapp verlieren. Oh, das sieht sehr gut aus. Also ein perfekter Lose, sage ich euch, wie es ist. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe schon meine, die ich brauche. Und nur einen Enchantress und noch einen Wizard. Ich hätte von den Humans weggehen können jetzt eigentlich schon. Das ist Quatsch, die brauche ich jetzt nicht mehr, die Humans. Ich werde eh, also Level 11 schaffe ich nicht mehr. Also dort würde ich natürlich gerne die Streak mir gönnen. Ich weiß nicht, ob ich da mit den Humans noch Chancen habe. Hätte ich vielleicht schon jetzt umswitchen sollen. Aua. Jetzt aber schmerzhaft gerade. Wieso gewinnen sie? Ja, okay, schon krass. Ich glaube, wir machen den Switch jetzt gleich schon. Hätten wir schon vorher machen müssen. Oh, das hätte ich nicht erwartet, dass ich nochmal so viel Schaden bekomme.
Enchanted, I'm sure. The Honorable Dante Panlan, at your service. There are none who cannot be mimicked. None can stand a son who can't be a witch. Ich weiß nicht, ob da noch ein Biest war, was ich überrollt habe, aber ich brauche nur 5 Biests für die Wizards, für Zentauren dazu noch. Also alles gut. Macht euch keine Sorgen um mich. Eigentlich ist mein Team jetzt durch soweit. Ich brauche den Warlock auch eigentlich gar nicht. Die Frage ist, will ich noch irgendeinen von den Beasts tauschen? Den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht. Eigentlich will ich auch keinen switchen. Eigentlich habe ich wirklich... Jetzt lasse ich mit dem Team jetzt durch. Für eine Runde mal kurz ihm hier. Das einzige, was noch cool wäre, wäre eine Crop vielleicht, statt dem Trollwaller. Wenn Trollwaller gar nicht hochkommt, spiele ich Crop stattdessen, maybe. Malakai. Ne, den Venno brauche ich nicht. Ich spiele jetzt Outchess ohne Dota. Also spielst du dann ein Ding oder wie? Der ist übrigens auch nicht gut, da könnte man noch einen Grimstock dafür auswählen gleich. Spielst du das Handy Outchess, wobei auf Level 2 könnte man auch spielen. Gott, was ist das denn für ein Roll jetzt? Hier wegnehmen. Auf Steam. Okay. Keine Ahnung, was du meinst, ehrlich gesagt. Welches Outchess? Müssen wir mal schauen, ob wir was wir gleich aufheben hiervon. Mein Arcane Boots ist schon auch nicht schlecht. Das heißt Outchess. Okay. Das ist dieses Comic Owl Chess. Gibt es auch auf Steam? Ich kenne das nur von Dingens. Ich mache random, fühle ich alles nicht. Oh, das fühle ich. Ausnahmsweise mal wieder so eins. Boah, was würdet ihr fühlen hier? Ich fühle alles drei nicht so. Den auf keinen Fall. Der Hex. So cool ist. Ich weiß nicht. Ich finde die alle drei kacke. Eigentlich wollte ich irgendein Lifesteal-Attack-Item irgendwas in die Richtung haben. Ich habe auch Dings, ich habe auch hier The Shrug, der macht Magic Damage unter anderem. Und ich hätte halt den Hex, um den Gegner zu hexen mit dem Hex. Okay,
There are none who cannot be mimicked. Ich baller den jetzt zu mit allem. Gucken wir, dass wir einen fetten Deschrag hinbekommen. Oh, wir könnten Deschrag schon auf 3 machen, damit jetzt sogar gleich. Aber wir rollen mal. Okay, wir rollen jetzt gleich einmal komplett runter, glaube ich. Und gucken, ob wir Deschrag hochziehen wollen. Oder ob wir lieber. Vielleicht ziehen wir auch Deschrag so und können dann Primal Beast hochballern oder den Pangolier noch. Oder die Quop. Da gibt es dann genug andere Möglichkeiten. Also wir müssen einmal auf 0 gehen gleich. Dann viel Leben haben wir eh nicht mehr. Hallo Blend, servus Blend, moin moin! Nee, denke ich nicht mehr. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Das ist ein schöner Leshrug geworden. Ich weiß wirklich nicht, welches Auschest das ist. Ich weiß nicht, ob das dieses von Dragon Nest ist. Das von Dragon Nest kenne ich nur von einem anderen, von Dings. Von woanders her eigentlich. Nur von, wie heißt denn dieses andere, wo Fortnite auch drauf läuft? Für mich wäre nix, dieses Comic-Grafik nicht spielen. Lash 3 Line 1 Klassiker. Übel. Ja, ich versuche noch den hochzumachen, die Quop und den Line. Weil den Line will ich eigentlich soll ich den Line für den Lager-Siren los, weil der Line schon für die Quop. Epic Games, genau. Das meinte ich. Ich brauche eigentlich dafür, damit er gehext wird. Ja, das kenne ich, den Struggle. Das kenne ich. Na, ich switch es dir jetzt, scheiß drauf. Kein Bock auf sowas. Also zwei Pangolier werde ich aber gleich hinbekommen. Die Frage ist, was machen wir mit den Items dann? Was geben wir wem? Also auf Leshrug lassen wir safe so ein bisschen Mana und Dings lassen wir safe. Wir können auch hier mal ein anderes Item machen. Ich glaube, wir gehen trotzdem jetzt nicht auf harter Pangolier Carry, oder? Oh Gott. Das ist jetzt schon wieder nicht aufrecht, ey. Treffer baue ich safe. Ich könnte auch einen zweiten Hex noch bauen, im Zweifel. Sicherheit vielleicht. Dann noch mehr Stun. Ich glaube, ich mache gleich noch mehr Stun einfach. Weiß ich über die ganze Zeit, ob ich jetzt ihm auch einen Alchemist so rauskaufen soll, aber irgendwie ist das auch asozial, oder? Ach, gar nicht mehr asozial. Das ist eigentlich, das ist dumm nicht das Schlaue zu machen für das Team. Shrug. Da ist lange überlegt. Oh, hallo Little Devils. Hab jetzt einmal bestellt bei Too Good To Go. War viel drin für 4 Euro. Nice. Freut mich, dass du zufrieden warst. Wenn du die richtigen Bäckereien für dich findest, finde ich die App echt auch sehr nice. Jo, ich mach's auch seit 2 Wochen so mit dem Too Good To Go. Ich glaube, die kommt langsam in so einen Hype rein. Wahrscheinlich, weil ich die angesprochen habe oft genug.
alles mir zu verdanken. Ja, also falls ich noch auf Warlock switchen will, wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe Schmutzfink auf ihm drauf, wie unnötig. Alter, wie geil dieser Leshrac ist, das fühle ich gerade richtig, dieses Team. Er steht auch noch mit seinem Radiance dann genau in der Mitte von allen Units, Alter, durch die Zentauren. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, auf Leshrac Carry zu gehen. Ich wollte ihn nur kurz fertig rollen lassen. Ich müsste es eh durch sein, dann das Thema. Pangolier 3 noch mitgenommen. Das ist gut. Kacke, dass BKB nicht verhext funktioniert. Das mit BKB finde ich bei vielen Sachen scheiße. BKB bringt dir auch überhaupt nichts, wenn du gegen Dragon spielst und du instant gekillt wirst. Das ist alles. Das BKB ist echt nervig. Ja, also BKB müsste manchmal auch geändert werden. Das ist nicht so richtig Wurf als Item leider. Also Gegner auf Tesserino war eine schöne Runde. GG. Sind ja wieder Beast geworden, aber es war ein ganz anderes Beast-Team als letzte Runde auch. Es war auch ein ganz anderes Beast-Team. Oder war nochmal ein Alk? Okay, an die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like für diese wundervolle Runde, für diesen wundervollen Shrug Level 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.